Ciao meine Freunde, wir fangen an mit 15 Kniebeugen, 10 Bergsteigen, 5 Dips, 10 Rumpfbeugen, 5 Liegestützen und 10 Beinbeugen. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Vielleicht zieht ihr euch auch Schuhe an, um Kniebeugen zu machen. Achtet euch bei den Kniebeugen darauf, dass ihr rückwärts sitzt und eure Knie draussen habt, dass ihr im Oberkörper aufrecht sind und dass ihr einen geraden Rücken macht. Die Füße fest im Boden hineindrücken und das Gewicht auf die Ferse verlagern. Knie draussen behalten. Bergsteigerübung ist definitiv eine Advanced Übung, darum gibt es einiges zu beachten. Zuerst schauen, dass ihr eine stabile Position habt, dass ihr einen geraden Rücken habt. Schaut, dass die Hüfte vorne bleibt, egal wo sich eure Füße befinden. Eure Hüfte bleibt hoch, nicht absenken, sonst habt ihr es dann bald im Kreuz. Wichtig auch, schaut auf die Position eurer Schultern und euren Ellbogen und euren Handgelenk, dass die in einer Linie sind. Dreht eure Ellbogen zurück, damit sie stabil sind und drückt sie nicht durch. Tipps ist eine klassische Trizepsübung. Und da gibt es auch das eine oder andere beachten, weil es nicht ganz so eine einfache Übung ist, wie sie aussieht. Bei den Tipps haben wir eine schwierigere und eine einfachere Version. Die schwierige Version wäre dann, wenn ihr die Füße wegstreckt. Die einfachere haben wir gerade vorher gesehen, wenn die Füße näher beim Furi sind. Schaut, dass das Furi schön näher beim Stuhl bleibt, Ellenbogen hinten rausgehen, das Brustbein hoch bleibt. Auch Rumpfbeugen bedarf doch einiges zu beachten, um sie wirklich korrekt auszuführen und auch dort zu spüren, wo man es gerne hätte. Ich zeige euch hier drei Versionen. Wir fangen an mit den negativen. Das heisst, ihr lasst euch langsam runter, nehmt das Bein zur Hilfe, um wieder hochzukommen. Darum geht es wirklich das Negative ganz langsam betonen, Wirbel für Wirbel abrollen und euch wieder ganz einfach hochziehen. Die zweite Version sind dann klassische Rumpfbeugen. Schaut wirklich, dass ihr die Distanz zwischen Brustbein und Schambein verkleinert und nicht einfach nur auf und ab. Für die dritte Version bringt ihr eure Fußflächen zueinander, eure Knie leicht raus und probiert auch hier Wirbel für Wirbel abrollen. Schaut, dass ihr die Hände dynamisch mitnehmt. Auch Liegestützen sind weitaus komplexer, als die meisten Leute denken. Schaut vielleicht, dass ihr eure Knie unterlegen könnt, falls euch der Druck auf den Knie ein bisschen zu schaffen macht. Auch hier wieder ganz wichtig zu beachten, dass euch das Handgelenk, eure Schultern und eure Ellenbogen in einer Linie sind. Für eine Trizepsliegestütze nehmen wir die Ellbogen innen und gegen hinten und schauen, dass wir im Rumpf stabil sind und nicht ins Hohlkreuz gehen. Bei der zweiten Version, die etwas schwierigere, tun wir die Knie weg vom Boden, probieren auch hier den Rumpf möglichst stabil zu halten und wie ein Brett uns heben und senken. Zu guter Letzt machen wir noch etwas für unsere hintere Oberschenkelmuskulatur, so dass wir auch dort einen guten Tonus haben. In der Ausgangsposition sind die Fersen neu am Gesäß, die Hüfte weit gegen die Decke strecken und dort oben behalten. Behalten die Hüfte hoch, die Hände können seitlich oder aber auch gegen die Decke strecken. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass ihr ein Bein nach dem anderen macht. Schaut, dass eure Hüfte hier auch parallel beide Hüftknochen gegen die Decke bleibt und dass ihr gleichmäßig arbeitet.